is calling. Hallo du, du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Story of Seasons, A Wonderful Life. Mit mir, eure Fenja. Du bist neu hier. Es gefällt dir hier, dann lass mir doch ein Abo da. Kommentier ganz, ganz fleißig und aktivier die Glocke. Würde ich mich mega drüber freuen. Und ja, gerade als ich das Video beendet habe, ist das hier aufgetaucht. Das von der letzten Folge. Hey Mädchen, hast du mal einen Moment? Was ist das? Ist das denn möglich? Er hat das ganze Ding verputzt. Und halliho, Junge, war das lecker, Schmecker. Ui, das war eine... Was? Wie hast du das genannt? Ach ja, eine Tomate. Stimmt's? Stimmt's? Winnie. Achso. Wer ist denn Winnie? Als ich letztens aus der Stadt wiederkam, habe ich plötzlich bemerkt, dass mir jemand unbemerkt ein kleines Tütchen in die Tasche gesteckt hatte. Darin war ein Samen mit einem Zettel. Darauf stand, ich vertraue dir Winnie an. Also habe ich den Samen eingepflanzt und naja, das ist das Ergebnis. Ach je. Das ist also passiert. Hat ja keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie an wie Schicksal. Jupp. Aber hey, ich stehe nicht so drauf, als Ergebnis bezeichnet zu werden. Takakura, ich bin immer noch eine Pflanze, die lebt und atmet. Was? Woher kennst du meinen Namen? Weißt du was? Keine Ahnung. Aber wenn ich raten müsste, wahrscheinlich, weil wir die allerbesten Freunde werden sollen. Oh, habe ich einen Kohldampf. Hast noch mehr Snacks für mich? Dann füttere mich. Hey, tut mir leid. Weiß schon, ich bin etwas schwierig. Aber ihr Menschen esst doch auch eine Menge, oder? Ich würde meinen, dass ich das dann auch darf. Er ist zwar groß, aber solange er nicht irgendeine menschenfressende Pflanze ist, schadet es ja nicht, wenn er hier bleibt, oder? Donnerlütchen, ich werde ein anständiger Gast sein. Takakura, Pflanzenehrenwort. Er ist lustig, ich mag ihn. Der nervt mich jetzt schon. Nein, ich finde ihn lustig. Yippie, genau wie im Sprichwort. Freunde und Bauern sind die größten Schätze überhaupt. Danke, dass du beides bist. Also dann, wechseln wir ein paar nette, freundliche Worte und lernen uns kennen. Wer ist das überhaupt? Hallihalla! Weißt du was, Fenja? Ich weiß nichts über dich. Wir müssen öfter mal quatschen. Würde sagen, das ist ein guter Moment, um für heute Schluss zu machen. Wir riechen uns später. Also was hältst du von meinem Haus? Ja, aber... Ja. Hey Fenja, was ist los? Habst du das Gefühl, dass du mir in letzter Zeit die kalte Schulter zeigst? Könnte ich mir auch einbilden, aber würde sagen, das ist ein guter Moment. Ja. Ich glaube, wir gehen ins Bett. Jasmin, du gehst nicht ins Takadings Haus ohne Mamas. Oh mein Gott. So.
rein ins Bett. Was sind das da eigentlich für Statuen? Guten Morgen, Mama. Die Blumen sind hübsch. Hallo, Schatz. Jupp, das ist alles in Ordnung. Und es regnet. Und kuscheln. Und absetzen. Und kuscheln. Und absetzen. Und kuscheln. Und wieder absetzen. Und kuscheln. Und wieder absetzen. Und wo ist das Hühnerfutter? Da. So, guten Hunger, ihr Süßen. Ah, oh, waren diese Pollen draußen. Voll nervig, wenn man allergisch ist. Naja, Sommer und im Winter. Also herbstmäßig. Voll nervig. Oh, seid ihr schmuddelig. Der geht so nicht. Cookie, du bist auch ganz schmuddelig hier. Komm her, ich will dich putzen. Der lässt sich nicht putzen. Einmal vorsichtshalber alle putzen. Snow ist erwachsen. So. Ja, schiebt ruhig. Ja. Nein. Leute. Ah, ist das anstrengend. Aber vielleicht geht's jetzt. Da liegt auch total schön da, weißt du das? Nein, so viel wollte ich. Ach, jetzt bewegt er sich. Mein Gott, das ist ja ganz schön dolle.
richtiger Sturm hier. Ich hoffe, die Tomaten überleben das. Mensch, ich wollte mich doch letztens schon umziehen. Jetzt sollte ich meine Regenkleidung anziehen. Nein, total keine Pumpen. Wo ist unsere Tochter? Das sieht heute nach Regen aus, heute bloß keine Erkältung. Schatz, hast du mal... Ich weiß ja nicht, ob du das gemerkt hast, Schatz, aber es geht mit den Strömen, ja? Ich hoffe, die Tomaten überleben das. Sozusagen. Hallo, hey, Empfänger, ich bin aber nicht so gesprächig, oder? Ich will nicht nerven. Bist du nicht? Meinst du wirklich? Also, da bin ich ja aber froh. Du und ich, Fenja, wir verstehen uns. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment. Okay. Takakula, guck! Hui, du hast ja sogar einen Ball! Biberball, Bumball! Auch süß! Hep! Alles klar! Uff! Guter Wurf! Hep! Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du einen fiesen Arm hast? Was? Arm? Oh Mama! Puh, dann kann ich jetzt wohl nach Hause. Tschüss, Takakula. Oh, wie süß.
Die Blumen sind hübsch. Tschüss, ich gehe zu meinem Freund. Weg ist er. Hundertfünfzigtausend, das ist ja viel. Genau. Hey, heute ist kein guter Tag, um draußen herumzulaufen. Naja, warum läufst du denn draußen herum? Verdächtig, verdächtig. Oder was meint ihr? So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bett. Oh, das sieht so schön aus. Schatz, hast du einen Moment? Ich werde heute die Pflanzen gießen. Also mach dir bitte keine Sorgen um sie. Ich habe alles im Griff. Oh, das ist aber lieb von dir, Schatz. Hallo, Schatz. Huch, nein. Ups. So, heute kann ich mich umziehen. Heute regnet es nicht, hoffe ich. Also, wir tragen heute... ich hätte heute mal Lust, das zu tragen. Vielleicht eine andere Haarfrisur? Was meint ihr? Ups. Vielleicht heute mal so ein Haarknoten. Sind wir jetzt schon ein bisschen älter geworden. Jetzt können wir auch einen Haarknoten tragen. Was meint ihr? Oder doch eher die Regenkleidung? Ich kann mich nicht entscheiden. Vielleicht das. Das sieht doch heute gut aus. Oder das? Ach, tragen wir heute dieses. So. Heute mal Schnicke. Das ist eine Spielblume. Unsere Frau bringt auch Sachen mit. Interessant.
Es fehlt nur noch, dass sie sich um die Tiere kümmert. Ich habe ja gar nichts mehr zu tun. Oh, ein grünes Ei. So, jetzt kann ich dich kuscheln. Wie sieht's denn hier im Hühnerstall aus? Eier! Okay, Futter ist noch drin. Ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kuscheln. Kuscheln. Oh, schnell erstmal die Kühe melken. Nee, Quatsch. So. Und Cookie. Sehr schön. Ich glaube, ich pflanze da doch Bäume an. Aber mal gucken. Können ja jetzt auch einmal in die Mine gehen. Ja, doch, ich glaube, ich gehe dann gleich einmal in die Mine. Bevor ich hier die Blumen noch einsammeln. Oh, gehen Sie in die Mine? Zubi. Ja. Was suchst du denn hier, Fenja? Weiß nicht, ich dachte, ich kann. Ah, Fenja, ich hatte gehofft, ich. Ja. Ja, ja, ja. Ich dachte schon, ich darf nicht buddeln. Ist die Mine größer geworden? Das Haus, oder?
habe ein Fossil gefunden. Eine Münze. Da ist was. Ah, ein Fossil. Da ist was. Noch eine Münze. Oha! Eine Steintafel. Cool. Sowas. Oh, da könnte was auftauchen. Und was ist es? Ein Fossil. Okay.
kann ich da nicht graben, wenn er da steht. So, jetzt aber. Geh weg! Danke. Aber hartnäckig. Komm da raus, los. Wo doch da. Da ist das. Ob wir das noch rauskriegen? Und eine Statue. Schade, dass man nur bis 17 Uhr graben kann. Ich hätte ja gern mein eigenes Werkzeug, wo ich denn, keine Ahnung, sagen kann, so, ja, jetzt regnet's, ich gehe heute einfach nur in die Mine, Tiere versorgen, fertig. Aber... Nein, ich bin noch nicht fertig, nein! Da ist doch noch was. Oh Mann, oh. So. Ja. Ja, ein... Mein lieber Scholli, was ist das denn? Darauf scheint etwas eingraviert zu sein. Es könnte ein Schlüssel zur alten Zivilisation des vergessenen Tals sein. Darf ich es dir fürs Erste abnehmen? Ja. Sonst scheint es hier nichts von euch. Okay. Hä? Ach übrigens, ich wollte dir noch etwas erzählen. Hä? Erinnerst du dich an die Tafel, die du ausgegraben hast? Flora und ich haben begonnen, die Inschrift darauf zu entziffern. Nach unserem Verständnis der alten Sprache stehen auf der Tafel die Wörter für Kreis, Dreieck und Quadrat. Die weiteren Details entziehen sich nach meinem Verständnis, aber unsere alten Zivilisation muss in ihrer Blütezeit ein eigenes mathematisches System entwickelt haben. Auf jeden Fall entschuldige ich mich dafür, dass ich dich aufgehalten habe. Ich hoffe, wir können weiterhin auf deine tatkräftige Hilfe zählen. Ja, wenn ja, hier will ja jemand Hallo sagen. Na los, beeil dich. Schnell, hopp, hopp. Oh, noch ein Cookie. Du musst dir einen Namen ausdenken. Ach, es ist übrigens ein Junge. Such dir was Schönes aus. Ein Junge. Wir nennen ihn Flo. Für Florian. Flo gefällt mir. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich lernen zu kennen. Oh, voll süß. Okay, so. Dann können wir ja jetzt weiter Blümchen sammeln noch. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes in der Tasche?
ein Tonpferd. Eine Tonstatue in Gestalt eines Pferdes. Wenn du sie wann verkaufst oder jemanden schenkst, solltest du kein langes Gesicht machen. Was? Eine uralte Münze, wann kauft sie dir vielleicht ab? Ein niedlicher kleiner Stein, der dich an ein Bonbon erinnert. Hoffentlich gibt dir Wann mehr als nur ein Bonbon dafür. Eine Tonstatue in Gestalt eines Menschen. Vielleicht kauft Wann sie dir ab. Ein versteinertes Blatt von Wann kauft es vielleicht? Kannst du es glauben? Nein, eigentlich nicht. Ich dachte, ich hätte das, könnte das Jasmin schenken, das kleine Tonpferd. Aber nachher geht das kaputt. Und verkaufen wir es. Sozusagen. So. Ach, die Blumen einsammeln. Ach so, da sind ja noch welche. Ups, habt ihr nicht gesehen. Oh, hallo. Was willst du? Kannst du nicht sehen, dass ich Hypothesen aufstelle? Dein sonniges Gemüt verjagt meine ernsthaften Gedanken. Kusch. Warte mal. Ui, wie ich sehe, hältst du da etwas Tolles in der Hand. Ist das für mich? Aha, ja, das nehme ich dir gerne ab. Ah, er mag also die Münzen. Okay. Aber ich glaube, das hat eine Freundin von mir gesagt. Gestern. Und sie hat dadurch diesen Samen-Dings kostenlos gekriegt. Und ich habe dafür Geld bezahlt. Oh no. Hätte ich das vorher mal gewusst. So. Wollen wir mal die Tiere reinlassen, wa? Mal gucken, kann ich die Kühe noch mal melken? Ja. Also, ca. 20 Uhr kann man sie also noch mal melken. Okay, anscheinend dich aber nicht. Noch was. Schnell mitnehmen. Unser Fund. Echo einer Epoche. Achso, Echos einer Epoche.
Du hast die zweite Steintafel entdeckt. Ein Wunder. Schon 18 der Wunder gefunden. Toll. Stahlaugen und Zottelschwänze. 5 Tiere wurden auf dem Hof geboren. Schon 19 der Wunder. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Nee, nee, nee. Das verkaufen wir beim nächsten Mal. Alles bei Wann oder so. Nun gut, dann wollen wir mal ins Bett gehen. Dann würde ich sagen, war es das heute wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, eure Fenia. Bis dann. Tschüss.